Die Smog Stick X8 Kit. Das ist ja ganz einfach Akkuträger. Nichts zum Einstellen. Fest verbauter 3000 mAh Akku. Feuertaste, 5-mal Klick Ein- und Ausschaltung. Wollen wir mal kurz, was dabei ist. Es ist ein Ersatzkoil dabei. Ein M2 0,25 Ohm, 30 bis 50 Watt. Dann Ersatzdichtung und Ladekabel. Zu den Coil. Da es ja auch den TV8 Babybeast und den Big Babybeast gibt, die Coils sind anders da. Die sind anders da aufgebaut, das heißt, die vom TV8 Big Babybeast passen nicht in den Smog X8. Grund, warum ich mir gekauft habe, ist, ich wollte was Handliches haben, wenn man mal schnell mal einkaufen geht oder so unterwegs ist, dass man nicht immer so einen dicken Klotz mit hat. Ich habe ja auch noch die iJoy Captain mit den iJoy Maxo V12 Verdampfer oben drauf, dann den Minikin V2 mit dem TV8, die habe ich auch gerade hier liegen. Auch zwei wunderschöne Akkuträger. Zum Fazit eben, kann man ja nicht viel erzählen. 3000 mAh, 4 ml Tank. Hat eine Top-Filling, wie beim TV8 eben. Zum Seitenklappen. Mundstück ist aus gleicher Breite drauf. Ich finde ihn vom Geschmack, ich habe ja den TV8, den großen, den kleinen. Klar, der kleine ist vom Geschmack her besser als der große. Kommt auch auf die Leistung an, da die Leistung nicht so hoch gefahren sind, kommt der Geschmack besser. Aber zum Smog X8 finde ich den Geschmack noch mal ein Stück besser, intensiver als von dem TV8 Baby oder Big Baby Beast. Auch von der Dampfentwicklung bin ich sehr zufrieden. Ich hatte mir jetzt über Amazon bestellt. Kam er ohne Probleme eben an. Da sieht man nochmal, was dabei ist. Oh, 2 ml Tank habe ich mich sogar gemacht. Gar kein 4. Ja, ich achte nie auf die Milli. Die Airflow hier oben. Ich hatte ihn in der Tasche. Ich hatte ihn so in der Tasche. Ich habe ihn auch so mal über Nacht liegen gelassen. Ich habe ihn so liegen gelassen. Und alles. Alles kein Problem. Er ist nicht ausgelaufen. Nichts am Siffen. Das heißt, für unterwegs mal schnell was Handliches dabei zu haben und nicht so ein Klotz. Finde ich super, auch vom Geschmack her finde ich ihn sehr super. Auch von der Dampfentwicklung ist er super. Können wir ja mal gucken. Ich habe 3070 Basis, jetzt 30 PG, 70 VG, ohne Probleme, ohne Liquid-Abriss und einen super Geschmack. Eben ist wie die, wenn euch einer das sagt, iJust 2 oder iJust S von der Handhabung, auch mit dem Feuerknopf. Mit dem Akku komme ich keinen ganzen Tag durch. Dafür ist er so schwach. So. Aber im Auto habe ich ja meine große Dampfe stehen oder für zu Hause habe ich auch die große, die ist eben einfach nur für unterwegs, mal in die Stadt zu gehen oder so. Dass man eben was Handliches dabei hat, was man schnell in meine Hosentasche steckt und fertig. Das war's schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen da. Wenn ihr mehr über das Dampfen, Akkuträger oder so wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht werde ich auch mal darüber ein paar Videos machen. Über die Geräte, die ich besitze. Oder über Liquid anmischen. Oder über Aromen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, ob ihr Interesse habt. Eure Ali.